Hallo Leute und ein herzliches Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Bulletstorm in der Full Clip Edition. Mitten in diesen Stürmen eine Stadt bauen. Die Strahlungsfilter wurden während der Arbeiterrevolte zerstört. So liberale Sozialisten und Kommunistenärsche dachten, sie würden nicht fair behandelt. Ein Tag später war der ganze verfickte Laden am Arsch. Ja, in der vergangenen Folge sind wir hier stehen geblieben. Durch die Risse kommt Strahlung. Zwei kleine Babys, wieder im Schoß der Familie. Keine Angst, Papa bringt euch von diesem bösen Ort weg. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob ich hier weg will oder lieber dein Hirn zermatsche. Aber wenn du weiter laberst, fällt mir die Entscheidung sicher leichter. Unser Ishi ist äußerst erpicht darauf zu überleben. Wenn du mich weiter nervst, werden wir ja sehen, wem gegenüber er wirklich loyal ist. Ja, also ich denke, das wird sowieso darauf hinauslaufen, dass wir gegen Ishi noch kämpfen. Das denke ich mir sowieso schon. Das wisst ihr ja auch, dass es meine Meinung so ist. Weil, ja, es spricht einfach vieles dafür. Um es mal so zu sagen. Verdammt, Skulls! So. Nehmen wir mal ganz kurz hier noch ein bisschen was mit. So. Ganz gediegen noch verkugeln. Ey, Klopsi. Klops. Weg mit dir. Boom. Da fliegt er über den Tresen. So, Shotgun. Boom. 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 Ey, Kollegen, das reicht aber jetzt, ja. Ey, 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 halt dein Herz fest, halt dein Herz fest. Boah, der will es wissen, der will es wirklich wissen, Leute. Weg mit dem. Jetzt doch den weg. So, geht doch. Geht doch, geht doch, geht doch. So, Kugelkick. Jo, ganz nett. Halt, wir können wieder mal einen so mitnehmen. Mir fällt nämlich auf, ich mache das wirklich ganz selten nur noch, dass ich die ranziehe hier. Das mache ich meistens eigentlich nur mit solchen explosiven Fässern. Muss ich auch wieder mal ein bisschen mehr machen. Weil letztendlich ist es eine gute Taktik hier, um die Gegner auch gut zu bearbeiten. Einfach so herwippen und dann boom. Und dann endet es auch schon so für die. Oh, Munition. Das ist aber nett. Ich habe das Gebiet erfasst und einen provisorischen Zugang in den Untergrund gefunden. Toll! Uns bleibt wohl keine andere Wahl. Die Würfel sind großartig. Komm, der Aufzug führt nach unten in die Werkstatt. Okay, das war ein guter Schuss. Ich glaube, das auch. Arbeiter war nicht zufällig nur ein anderer Name für Sklaven, oder? Sklaven? Ha! Sie waren ein Haufen von Knackis und Irren, die eine zweite Chance bekommen haben. Ihre Strafen wurden verkürzt und dafür haben sie aus den Tunnels die Stadt am Laufen gehalten. Das hat man eben davon, wenn man mit solchen Wichsern nachsichtig ist. Sie haben den Untergrund der Stadt also mit Verbrechern besiedelt. Brillant. Ja, das ist wirklich brillant. Willst du dafür jetzt vielleicht einen Preis? Komm in die Gänge, wir marschieren kopfüber in die Scheiße. Gut, dann kommt alle rein und wir gehen jetzt nach unten. In der Underground, in der Underground. Was ihr Wichsköpfe hier vor euch seht, ist der Schmutzpferch. Verdammt, das war kein Witz. Groß genug für 1000 Insassen. Für 28.000, um genau zu sein. Was ist das für ein Giftmüll? Ein Nebenprodukt der Gammafilter der Stadt. Die Verwaltung hatte hier unten zwischengelagert, während sie die Berge aufgraben ließ, um den Dreck loszuwerden. Nichts als gemeine Scheiße in den Bergen.
Naja, die Knastvögel wurden krank, sind gestorben und mutiert und all dieser Kram. Also haben diese debilen, kriminellen Sackratten entschieden, zu rebellieren und die Gammafilter zu zerstören. Keine Filter mehr, kein Giftmüll mehr. Und nichts, um sie vor den Stürmen zu schützen. So weit haben diese Knackis nicht gedacht. Was ist jetzt noch hier unten? Geile Models mit dicken Titten und Gelbfieber. Woher zur Hölle soll ich das wissen? Macht keine plötzlichen Bewegungen. Dieses klapprige Scheißteil wird gleich... Wow. Verdammt! Verdammt! Oh shit, was ist das für eine Brühe? Ich will hier raus. Verfickte Scheiße! Das Zeug hier! Höchst radioaktiv! Boah, wir müssen hier raus. Wollt ihr euch hier vielleicht noch eine Spülung machen? Oder bewegt ihr jetzt eure Ärsche? Ich bewege mich ja schon. Den Atem an! Boah, shit, wir müssen uns beeilen. Boah, ich wette, hier kommt noch irgendwas raus. Irgend so ein Vieh sehe ich jetzt schon kommen. Ihr Wichser taucht auch immer zum miesesten Zeitpunkt auf. So, komm her. Bam. Da ist er weggeflogen, würde ich meinen. So, wer ist jetzt der Nächste? Du! Ey, weg mit euch! So, geht doch, Freunde hier. Freunde der Sonne. Es tut gut, wieder im Spiel zu sein. Ich empfange nicht das Geringste. Was war das? Was war das jetzt hier für ein kleines Krabbelvieh? Das sah ja aus wie so ein Alien im Kleinformat von diesen ganzen Alien-Filmen und so. Irgendwie so ähnlich sah das gerade aus. General, hier lang. Oh, hallo. Kommt her. Boom. Boom. Nächster bitte. Boom. Und boom. Na, wer will noch eine Ladung hier auf? Boom. Ja, was macht denn hier vorne schon unsere Kollegen? Ich habe gar nicht gesehen, dass sie hier vorbeigelaufen sind. Komm her. Oh yeah. Oh yeah. Viele sind der Deko zum Opfer gefallen. Ja. Ihr seid gegrillt, würde ich meinen. Komm her, Kollege. Boom. Voodoo-Puppe. Los, beeilen Sie sich, General. Oh oh, ich weiß nicht, das Gebiet sieht nicht so gut aus. Das sieht sehr kampffreundlich aus. Ey Kollege, ich will deine Punkte. So. So. Sehr schön. Hier wird irgendwas kommen, das weiß ich jetzt schon. Oh. Tschüss, General. Wichser könnt nicht mal vernünftig die Umgebung im Auge behalten. Aber egal, hier unten ist eine Tür, die vermutlich... Fuck! Schwingt eure Ärsche hier runter, ihr Säcke! Es gibt Ärger! Ishi, auf der anderen Seite ist ein Gerüst. Na los! Okay, Red Serrano. Hey, na los, komm her. Ich habe 10 Jahre lang davon geträumt, Serrano umzulegen. Und jetzt rette ich ihn? Du hättest ihn töten können. Die Gelegenheit war da. Ich muss dich hier rausbringen.
etwas wiedergutmachen. Als wir vor Jahren die Wahrheit über Serrano rausgefunden haben, hätten wir in die Außenquadranten verschwinden können und wären sicher gewesen. Aber ich habe dich bis in die dunklen Ebenen geschleift, um den General zu jagen. Ich weiß, Ishii. Das sehe ich anders. Bei deinem Wunsch, Serrano für seine Verbrechen zu töten, ging es niemals um Rache. Es war eine gerechte Mission, um Vergeltung für seine vielen unschuldigen Opfer zu üben. Du hast uns in diese Mission geführt. Unsere Chance auf Erlösung. Und ich wusste immer, dass ich für dieses Ziel sterben würde. So ehrenhaft sind meine Motive nicht. Was auch geschieht, was ich auch sage, wenn ich die Kontrolle verliere. Eins weiß ich. Du bist mein Bruder. Ich bin dir aus freien Stücken gefolgt. Und ich gebe dir nicht die Schuld. Erinnerst du dich an den Novak-Auftrag? Das kleine Mädchen, Novaks Tochter, das ist Trishka. Und ich konnte nicht verhindern, dass Serrano sie tötet. Ich hatte keine Ahnung. Hör zu, wir werden an Bord des Rettungsschiffs gehen. Aber sobald wir von diesem Drecksloch runter sind, skalpieren wir dieses miese Dreckschwein. Genau. Würde ich auch meinen. Aber ich weiß auch nicht, ich bin mir irgendwie sicher, dass Trishka noch nicht tot ist. Ich meine, sie ist dort runtergeflogen, aber ich bin wirklich Creeps! Sicher, dass sie nicht tot ist. Aber jetzt passt das aber eigentlich alles zusammen. Sie ist das kleine Mädchen, damals im Prolog, also ja, also den Typen bringe ich auf jeden Fall noch um, weil sie musste ja so gesehen zuschauen, wie ihr Vater gestorben ist. Also ja, wir werden ihn rächen und sie auch, falls sie wirklich tot ist, weil die wird noch am Leben sein. Die wird noch am Leben sein, sag ich jetzt schon. Ich weiß es zwar nicht genau, aber ich wette es einfach jetzt so. Und ich treffe die Typen dort oben nicht. Ich glaube, ich sollte die Sniper nehmen. Kann das denn? Das Spiel möchte, dass ich die Sniper wieder nehme, mit der ich kein Aim habe. Das möchte das Spiel. Das sehen wir, glaube ich, auch hier. So, Sniper. Wir ersetzen mal ganz kurz hier. Ich werde ja eh nicht lange benutzen. Nur für euch hier oben, meine Freunde. Jetzt geht er noch weg. Und jetzt werden wir einen noob-tastischen Schuss sehen. Wow, ich habe getroffen. Bin ich ein Held? Ich glaube nicht. So. Komm. Und genau hier durch. Nein! Och Mann. Und nächster Abschuss. Eigentlich betrachtet ist es voll einfach. Aber ich komme irgendwie mit dieser Sniper nicht klar. Ich weiß nicht, was es ist. Oh. Kann die Kugel nicht automatisch einfach zum Gegner hinfliegen? Nein, ich muss sie noch steuern. Die rennen aber auch immer weg. Jawohl! In den Kopf! In den Kopf! Das war ja geil! Das hätte ich jetzt gar nicht mehr gedacht, dass ich den Kopf noch treffe. Komm! Jawohl! Ich habe ihn getroffen. Okay. Gut. Waffe wieder wechseln. Weil die behalte ich nicht. So viel steht fest. Nee, jetzt hab ich die falsche weggetan. Och man. So. Hast du denn da oben schon wieder welche? Nee, nicht den jetzt, ihr Ernst. Ich schieße jetzt so hier hoch. Ich weiß halt nicht, treffen wir überhaupt. Och man, da muss ich halt wieder die Sniper nehmen. Das Spiel will das. Ich habe auch gerade gesehen, wir haben Sniper-Munition bekommen. Das heißt, das Spiel will das wirklich. So, ist ja gut, Spiel. Sniper raus. So. Und dort rein. Ciao, Kollege. Nächster. Und Kugel. Kugel der Vernichtung. Komm, nein, jawohl. Jawolski. Jawolski, Jawolski. Und Abschuss. Komm schon und... Nein! Manni! Aber ihr seht ja auch, die gehen immer weg, genau wenn die Kugel fast da ist.
Außer der jetzt, oder? Ja, schon wieder. Aber wir haben es noch geschafft, jawohl. So, waren das jetzt alle? Ich höre schon wieder was. Ray! Hinter uns! Warte mal, dort hinten ist ein Fass. Das Fass müssten wir eigentlich nur treffen. Ich will doch nur das Fass treffen. Jawohl. Sehr schön. Ich habe schon wieder Sniper-Munition bekommen. So, nächstes Fass. Oh yeah. Ich glaube, so klappt das gerade auch ganz gut. Schalten Sie die Scharfschützen aus. Jawohl, haben wir nicht geschafft. Haben wir nicht geschafft? Warum sage ich, haben wir nicht geschafft? Ach, ich bin heute ein bisschen... Hey, die Arbeit ist erledigt, General. Gefolgt. Du kannst jetzt aus deiner vollgepissten Feiglingssäcke rauskommen. Hallo, General. Ich habe die Säuberung des Schiffs schon immer den scheiß Untergebenen überlassen. Hast du das gehört, Ishii? Unser guter General ist zu einer riesigen Memme mutiert, seit er durch diesen radioaktiven Schleim gewartet ist. Komm schon, in den Tunnel davon. Ich hoffe nur, unser Riesenarschloch passt da durch. Ja, hoffe ich auch. Ey, wartet auf mich. Hier ist überall dieser toxische Schleim. Jetzt wissen wir, was die Insassen zu diesen Freaks gemacht hat. Einen Scheiß wisst ihr! Du bringst hier Bürger der Konföderation um, Junge! Die Touristen, die das Evakuierungsschiff verpasst haben, sind hier runtergekommen, um sich vor den tobenden Knackis an der Oberfläche zu verstecken. Alter, diese Lache. Mein Gott. Du hast vielleicht gerade eine nette Lehrerin umgelegt. Eine Mutter von drei Kindern. Du solltest lernen, die Freude in deiner Stimme besser zu verbergen. Glaube ich, sollte der Typ wirklich machen. Ansonsten legen wir den noch um. Und das ist ja auch mittlerweile jetzt unser Plan, wie wir gehört haben von Ishii. Und das finde ich auch sehr gut. So müssen wir ja wenigstens nicht gegen Ishii kämpfen. Aber ich werde trotzdem das Gefühl nicht los, dass wir noch gegen ihn kämpfen müssen. Und hier durch. Ja, hier unten ist wieder die Säure. Das radioaktive Gedöns. Ja, wir machen mal weiter. Mit dem Schlittern, glaube ich, sind wir irgendwie ein bisschen schneller. So, komm nach unten. Wow. Ups, verdrückt. So, dann klettern wir mal. Hoffen wir mal, dass unser Riesenarschloch nicht runterfliegt. So. Ey, nein, ich will die Punkte. Oh, oh. Die interessieren sich überhaupt nicht für uns. Sie haben Angst. Vermutlich ist Grace liebe Mutter hier irgendwo und sehnt sich nach Zärtlichkeiten. Wow. Seht euch die Scheiße an, die brennt sich durch den Fels. Die Mutation ist voller radioaktiver Hämolymph. Bleib in meiner Nähe. Wo sind die hin? Ah, die sind ja durch, okay. Okay. Ich werde hier kommen, eh gleich wieder Gegner uns entgegengerannt. Zieht euch mal diesen großen Weg an. Also das ist schon so ein bisschen vorzuahnen, muss man sagen. Ob das eine Art Völkerwanderung ist? Ist oh. Ein ganz mieses Juju. Mein Arsch juckt total. Das war noch nie ein gutes Zeichen. Da, der Aufzug funktioniert noch. Okay, da hinten ist ein Geschütz. Das nehme ich mal lieber mit. Ja, es sieht ja irgendwie nicht so gut aus, oder? Oh, hallo, kleiner Kollege. Das war doch mit Absicht! Wir wollen den Aufzug zerstören! Die kleinen Sackratten machen Jagd auf uns! Lass sie nicht in die Nähe der Zahnräder, sie schmelzen sonst noch die verfickte Turbine ein! Shit, weg mit denen! Kannst du nicht besser schießen? Ich kann gut schießen! Ich bin Hobbyschütze, Taro! Nein, da ist einer hoch. Wir können uns keine Fehler leisten. Alles erleben! Nein, die Waffe. Der Antrieb ist völlig verrottet. Konzentrier dich aufs Schießen, du Schlappschwanz! Mach ich doch. Ah, das sind zwei Seiten. Alter, der Typ soll seine Klappe halten. Ich war wahnsinnig mit dem.
Okay, wir müssen nur noch bis nach ganz oben aushalten. Oh shit. Nein. Wenn ich jetzt wenigstens sagen könnte, die passen auf die linke Hälfte auf und ich nur auf die rechte. Das wäre viel angenehmer hier. Boah. Also so muss ich immer wieder hin und her hier. Zu viel, um sie aufzuhalten. Die Kammer ist verschließbar. Rein da. Na los. Ach, da hinten rein. Okay. Run, 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 run. Nicht mit. Ich will was trinken. Ey, ich will die Flasche. Das war viel zu knapp. Ein Scheiß war das. Wie willst du denn erst zittern, wenn du mal in einen richtigen Kampf kommst? Du strengst dich zu sehr an, General. Entspann dich. Lass zu, dass sich die Überkompensation ganz natürlich entwickelt. Also der General, der geht mir schon auf die Nerven. Das ist genauso wie die Ashley damals bei Resident Evil 4. Die gingen doch immer auf die Nerven bei allem, was sie gesagt hat. Leon, help! Wer es vielleicht noch kennt, ihr könnt mir das ja gerne mal in die Kommentare schreiben, falls ihr das damals gespielt habt, Resident Evil 4. Was ihr verräterischen Hurensöhne meinem Baby angetan habt! Die Uhr tickt. Wir müssen da runter. Der Stahlseil dieses Krans da müsste uns halten. Kommt schon, ihr Schlappschwänze. Mein Baby ist da vorne. Wie sind wir in der Zeit? Genauso beschissen, wie deine Fresse aussieht, wenn wir nicht bald da reinkommen und die Bombe entschärfen. Sind wir alle tot, schon verstanden. Ich schätze, meine Crew ist bereits tot. Tot dank Grayson Hunt. Jetzt kannst du deinem Strafregister auch noch Massenmord hinzufügen, Hunt. Ja. Was denn? Keine schnippische Erwiderung? Ein klugscheißer Geschwätz! An Bord der Ulysses waren über 700 Seelen. Ihr seht sie hier vor euch. Lass es gut sein, Serrano. Das hier waren menschliche Wesen, die du getötet hast, Gray. Sie hatten Familien, Menschen, die sich auf sie verlassen haben. Weißt du, wie viel Leid du damit im ganzen Universum verursacht hast? Ich würde sagen, wir hatten beide unseren Anteil daran. Aber wir reden hier nicht über mich. Was wir hier vor uns sehen, sind nicht die Leichenstapel derer, die ich getötet habe. Das reicht! Einige wurden gefressen. Andere wurden verstümmelt, bevor mit ihnen herumgespielt wurde. Die Burnouts sind hier. Ich habe Lust, was zu erschießen. Aha, na los. Töten ist eben alles, was du kannst. Nein, ich kann auch noch andere Sachen außer töten. Ich habe das Gebiet erfasst. Es gibt nur einen Weg hindurch. Folgt mir! Wenn ich so nachdenke, nee, ich kann wirklich nur töten. Schweigsam, Hunt. Dir gehen wohl die ganzen Leichen nicht aus dem Sinn, was? Mir steht gerade der Sinn nach noch einer. Nee. Alter, der Typ, der geht mir gerade so auf die Nerven. Tötet ihn doch einfach. Tötet ihn bitte. Dann bin ich wenigstens in seinen Geschwätz los. Ne. Der Typ, der geht enttierisch auf den Sack. Also, wer es mit dem aushalten kann. Boah. So, Kollegen, kommt her. Ich hab kleine Ladung für euch. Bam. So, da waren sie weg. Na los, waren das jetzt endlich alle hier? Ich will es ja langsam mal stark hoffen. Los, fliegt da rein. Thank you. Die kleine Voodoo-Puppe. Oh, hallo. Hallo, ich höre rüber. Das Gebäude ist durch das Gewicht der Ulysses gewaltigen Belastungen ausgesetzt. Sollten wir uns deshalb Zeit lassen? Ein Nickerchen halten? Du hast die Führung, also gibst du auch das Tempo vor, Ishi. Ja, ich würde sagen, wir spazieren hier ganz langsam, halten Händchen und ja, wird schon explodieren. So. Aber was haben wir denn hier? Soll ich das wegtreten? Nein. Das könnte auch wegtreten. Boom.
So, nächster bitte. Eine Sackgasse. Nein, es gibt einen Weg hindurch. Wo gibt's denn hier einen Weg? Hä? Ah, hier. Okay, verstehe schon. Hier! Oh, hallo. Ja, also... Der hier, den wollte ich jetzt eigentlich nicht treffen, aber naja. Los, folgt mir, meine kleinen Freunde. Er stört mich nicht. Hallo. Wie gefällt dir das? Also mir gefällt das gut. Oh shit. Das gefällt mir doch nicht gut. So. So. Bam. Sorry, dass ich gerade ein kleines bisschen weniger rede, Leute. So. Nee, ich bin gerade irgendwie etwas zu viel auf den Kampf fixiert. Und was jetzt? Was siehst du dir da an? Heilung! Na los. Beeilt euch gefälligst, ihr Kackfressen! Die Bombe ist da lang! Dort, hinter den Leichen dieser Mütter und Väter! Das Ding ist am Arsch! Ja, jetzt ist es nicht mehr am Arsch. Okay, Leute. Ich würde sagen, hier an dieser Stelle hier beenden wir erstmal die Folge. Vielleicht sehen wir uns in der nächsten Folge schon, in der letzten Folge auch schon wieder. Und ja, Leute, dann würde ich sagen, lasst eine Wertung wie immer da, schreibt gerne einen Kommentar, teilt das gerne das Video, würde mich sehr freuen. Und ja, Leute, haut rein und ciao.